So, dann wollen wir mal. Die Brücke sollte jetzt wieder ausgefahren werden. Und er kommt nicht raus. Das ist natürlich nicht so praktisch. Wie lösen wir das? Wir können jetzt einfach hier hochbuddeln, theoretisch. Das wäre auch kein Nachteil, denn die Gegner sollen ja ruhig wieder raus können aus der Grube. Es ist nur die Frage, ob er von unten hochbuddeln kann. Und schau gut aus. So, das wäre das Erste. Sind denn die Floodgates inzwischen fertig? Floor Hedge, Floodgate. Das schaut gut aus. Die sollen auch ruhig wieder hier hin. So, da können wir dann gleich wieder gucken, welcher der beiden linken Schalter denn dafür war. Ich glaube, das war der ganz linke. Können ja mal testweise den einmal zumachen. Komm schon, drück den Schalter. Und zerquetscht bitte keinen Zwerg und ja. Also der ganz linke Schalter ist auch für das linke Floodgate, obwohl es noch nicht verbunden ist. Also die drei Stück. Das müssen wir gleich nachholen, sobald die stehen. Was jetzt der Fall ist? Warum lungern die Zwerge noch davor rum? Na gut. Dich verbinden mit F. Floodgate. Und zwar dem da. Nicht mit den kaputten Mechanismen, bitte. Den zweiten. Wieder nicht mit den kaputten. Die muss ich irgendwie mal aussortieren. Ich weiß nur noch nicht wie. Wahrscheinlich einfach verbieten oder in die Müllpresse schmeißen. Und einmal den untersten, bitte. So. Und danach kannst du gleich den Schalter drücken, damit wir sehen, dass es funktioniert hat, soweit. So, dann haben wir noch unseren Goblin-Todesturm. Wo bist du? Hier. Es könnte sein, dass er nicht im Barrow drin ist und deswegen da nichts runtergeschmissen wurde. Obwohl wir den Barrow-Befehl ja eigentlich schon aufgehoben haben. Aber das können wir trotzdem schon mal für später, fürs nächste Mal, wo ich es aktiviere, einstellen. Burrows war W. Und da haben wir unseren Inside-Barrow. Ne, da ist er schon mit bei. Da ist so ziemlich alle schon mit bei. Außer die Tunnel hier runter, aber da sollen die eh nicht rein. Denn, um hier hinzukommen, müssten sie ja selber runterspringen. Und das müssen sie nicht unbedingt. Oh, aber der Gang da durch ist nicht drin. Das wiederum ist nicht gut. Und auch der ganze Bereich hier bei dem Brunnen ist nicht mehr drin. Das ist auch nicht gut. So, das kleine Stückchen Wand da auch noch. Der Tunnel auf jeden Fall auch, sonst kommen die nicht runter zu den Goblin-Leichen. Die da sich hoffentlich bald stapeln werden. So, also sie kommen runter zu den Goblin-Leichen. Sie kommen zurück zum Brunnen. Sie kommen vom Brunnen in die Festung. Und hier ist auch alles mit drin. Ja, das schaut soweit sehr gut aus. So, hier unten können sie nicht rein, also in den langen Tunnel. Was ist mit oben? Unseren Baumfarm. Ja, die ist Snappel nicht mit drin. Das müssen wir auch noch ändern. So. Und das müsste jetzt eigentlich reichen. Das heißt, die Karawane wird uns gleich verlassen, sobald das Floodgate oben ist. Und inzwischen müsste eigentlich mehr als genug Zeit vergangen sein, damit die Goblins runtergeschmissen werden. Ich verstehe das echt nicht. Geh nochmal hoch. Oh, vielleicht haben wir niemanden, der dafür zuständig ist, die Tiere hin und her zu bewegen. Obwohl das eigentlich eine Aufgabe ist, die jeder machen kann. Da braucht man keinen Animal Trainer oder Animal Caretaker oder was auch immer für. Das wäre ja Knuddelmuh. Machen wir einfach mal ein paar mehr Sachen, die da rein sollen. Also, Sachen ist vielleicht etwas komisch ausgedrückt. Ich meine halt die Goblins. Ha, hier ist keiner mehr zugeordnet. Du. Und du. Ihr sollt jetzt mal alle da rein. Und gucken wir mal, ob die Fehlermeldungen eintrudeln. Oder die Goblins. Ein von beiden. Momentan passiert gar nichts. Das ist komisch. Die Zeit geht schon weiter, oder? Ja.
oder bringt der Baron persönlich einen Goblin runter? Das ist doch Gerugon, oder? V, warum willst du nicht? Ich glaube, meine Tastatur hat sich gerade verabschiedet. Das ist nicht gut. Ach, doch da. Ja, Lord Gerugon Cesral bringt den ersten Goblin zum Goblin-Todesturm. Das ist doch sehr schick. Dann scrollen wir mal runter und lassen jetzt das Spiel weiterlaufen. Swoosh. Oh, einer hat's überlebt. Noch einer hat's überlebt. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Gut, dass wir die zwei Fallen da aufgestellt haben. Also die Goblins, die überlebt haben, dürften schwer Verletzte innerhalb von weniger Runden an ihren Verletzungen sterben. Aber trotzdem, allgemein, dass sie es überleben können, ist schon nicht gut. Das heißt, wir können es nicht einfach 30 Goblins da oben dem Stockpile zuordnen und dann auf das Beste hoffen. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Ich sehe nur lauter Blutgeschmiere, aber keine Knochen und dergleichen, die wir weiterverarbeiten könnten. Das ist jetzt komisch. Haben die da irgendwas gedreht, dass die kaputt gehen beim zu tiefen Fall? Oder also einfach verschwinden? Das fände ich ärgerlich. Na gut, warten wir jetzt, bis die zwei Fallen da ersetzt wurden. Und warum ist da ein Stein in der Tür? Du wirst mal gedammt. So. Aber ja, wir können zwischendurch, sobald die Fallen ersetzt wurden, immer mal wieder zwei, drei Goblins darunter schmeißen. Und wir könnten auch nochmal, um sicherzustellen, dass es gar kein Goblin überlebt, einfach mal eine aufrechte Pike dahinstellen. Wie ging das nochmal? Ich glaube, es war eine Falle. Und hier, Upright Spear oder Spike dahin. Und wir nehmen mal die Goblin-Waffen selbst. Wir können 10 Stück da reinstellen. Wir haben aber nur 2 Silver Spears, ein Bronze Spear und sonst nur Trainingswaffen. Oh, hier haben wir noch einen Menacing Silver Spike. Das kann auch noch mit rein. So, also jetzt sind da 4 Speere. Oder es werden gleich 4 Speere da sein, die aus dem Boden einfach nach oben aufrecht stehen. Und dann alles auffangen sollten, was da runterputzelt. Wir würden jetzt gerne die dann selecting. So, das müsste doch wirklich jeden Goblin jetzt töten. Das wäre echt komisch, wenn nicht. Vor allem, der fällt schon 10 Etagen tief. Das ist echt übel. So. Unten an unserer Floodgate wird immer noch gearbeitet. Das sollte nicht mehr allzu lange dauern, sonst könnten die Karawanenmitglieder grumpig werden. Was haben wir noch? Wir sollten zwischendurch mal wieder an unseren Bodenplatten arbeiten. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Erstmal gucken, ob wir gleich überhaupt genug Granitblöcke haben. Wir haben nämlich nur noch 60 Stück. Das kann gleich wieder auf die Liste. Wir hätten gerne Rock, Block, 30. Rock, Block, 30. Was für Probleme haben wir momentan noch? Das mit den Klamotten scheint nicht ganz so gut funktioniert zu haben. Aber ich kann die Stockpiles erst einigermaßen überprüfen, wenn die Karawane weg ist. Sonst sehen wir halt auch die Socken und Kleidungsstücke von den Leuten bei der Karawane. Und das waren ja doch recht viele. Also allein 5 von Ochsen gezogene Wagen, dann auch einzelne Tiere, die alle jeweils eine Hände dabei haben und eine Wache. Das wäre ein bisschen zu unübersichtlich. So, hier sollten wir auf jeden Fall auch nochmal den Weg zu Ende machen. Sonst vergesse ich das später. Zack, 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 zack. Granitblock. Wo hast du dich versteckt? Porzellanschwert, Lignit, Graphit, Granit. So. Also ja, darauf sollten wir mal wieder achten, denn wie man hier gerade sehen kann, schleichen sich manchmal ein paar Bäume da rein. Und ja, Bäume können schleichen. Hier wächst Gott sei Dank nichts. Unsere Holzvorräte sehen ganz gut aus. Auch wenn man sehen kann, dass inzwischen die Holzarten nicht mehr braun sind, sondern weiß und gelb. Das sind halt die Pilze, die wir bei uns haben. Apropos Pilze, wie schaut es hier oben aus? 1, 2 Pilze, die noch fertig sind. Ah doch, da ist noch einer. 3. Hier sind es ein paar mehr. 3, 4. Ist auch nicht viel mehr. Und hier oben ist noch gar nichts, weil die Etage noch relativ frisch ist.
Aber jedes bisschen Holz, das wir nicht von draußen holen müssen, ist gut. Und wieder ein Mandat. Lasst mich raten, ein Crossbow, ja. Schnell gemacht. Wir hätten gerne Wooden Cross 1. Ah, was habe ich gerade gesehen? Er ist immer noch nicht zufrieden mit seinem Dining Room. Oh, ist doch komisch. Sein Dining Room ist das hier, richtig? Ja, das ist sein Dining Room. Da sind schon 8 Statuen, 4 Kisten, 4 Cabinets, ein Weapon Rack und ein Armor Stand drin. Und er ist immer noch nicht zufrieden. Okay. Dann müllen wir sein Zimmer halt noch mehr zu. Noch eine Statue, noch eine Statue, noch eine Statue. So lange, bis er gar keinen Platz mehr hat, sich die Füße auszustrecken. So. Wenigstens mit seinem Mausoleum war er zufrieden. Apropos Mausoleum. Ist das jetzt unten wieder fertig für den nächsten Goblins? Ja, das schaut gut aus. Also wieder hoch. Zup, 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 zup. Ah. Medai has been possessed. Gucken wir, ob das gleich gut geht. Aber trotzdem will ich erstmal meine Goblins runterschmeißen. Zumal, also vorhin ist ja nichts übrig geblieben von den Goblins, außer die Leichen selber anscheinend. Und die 2 Goblins, die in den Käfigen waren. Wir haben aber noch jede Menge Goblins, die ihre Ausrüstung dabei haben. Das heißt, wenn wir jetzt lang genug Goblins runterschmeißen, müssten irgendwann Ausrüstungsgegenstände unten auftauchen. Wenn nicht, dann haben sie es wirklich so gedreht, dass wenn man zu tief stürzt, dass Sachen atomisiert werden, also nicht mehr da sind. Was ich echt schade fände, denn ich mag meinen Todesturm. Aber gut, wo sind unsere Goblins? Da sind unsere Goblins. Machen wir wieder 1, 2, 3, 4. In der Hoffnung, dass mindestens die Hälfte stirbt. Aber jetzt, wo wir die Spikes da haben, dürften eigentlich alle sterben. Und unser Besessener hat einen Lederworkshop im Beschlag genommen und schnappt sich gleich 1, 2, 3 Stücken Leder. Was holt er denn noch? Ein Kristall. Wahrscheinlich wieder für irgendwelche Stacheln. Und jetzt läuft er ganz weit. Ein Chert-Block. Das scheint wieder ein etwas ausgefalleneres Stück zu werden. Oh, und da es ein Lederworkshop ist, könnte es wieder sowas Interessantes werden wie der Ledertanga vom letzten Mal. Oder vorletzten Mal, was auch immer. Jetzt hat er sich noch so einen Porzellanstein geholt. Noch ein Kristall, also Edelstein. Boah, der holt ja richtig viel Zeug. Oh oh. Interrupted by Goblin Pikeman, das ist nicht gut. Zoom to Location. Goblin Pikeman, wo bist du? Was zur Hölle ist hier los? Da ist ein Mechaniker. Da ist ein Hammerzwerg, aber der sieht irgendwie so komisch aus. Als wenn da ein toter Goblin drunter liegen würde, aber man sieht keinen auf der Anzeige hier oben rechts. Okay. Also anscheinend hat wohl einer das überlebt. Was haben wir hier jetzt? Oh, hat sich jemand übergeben. Aber auch immer noch nur Blut auf dem Boden überall. Die beiden Fallen wurden wohl auch wieder ausgelöst. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Na gut. Bauen wir nochmal eine Waffenfalle in den Raum selber rein. Ruhig mit dem Chat-Mechanismus. Und wir nehmen keine Bronzewaffen, die können wir noch benutzen. Eine Bronzepeitsche ist okay, eine silberne Battleaxe ist okay, Iron Maces wollen wir behalten, Iron Shortsword kann weg. Stachelige Eisenbälle, das hört sich brutal an, das kann auch damit rein. Steel Mace nicht, wir hatten noch ganz viele Waffen von den Goblins, aber die haben wir alle eingeschmolzen, oder? Silberner Flegel, silberner Morningstar. Obwohl, ich hatte irgendwas gehört, was mit den Silbersachen war. Das sollte sogar besser sein als Stahl. Das lasse ich dann nochmal. Die Kupfersachen können aber weg. Wir haben echt nicht mehr viele Waffen. Das ist echt komisch. Okay, also doch keine Waffenfalle. Es bringt nichts, eine Waffenfalle aufzustellen, wenn man nur 1, 2 Waffen hat zum Reinstellen.
Aber gut, was sagt unsere Einheitenliste? Läuft irgendwo ein Goblin frei rum? Nee, alle gefangen oder nur ein Wildtier? Na gut. Also der eine Goblin-Spearman, der wohl entkommen ist, wurde entweder gefangen oder erschlagen. Komisch, komisch das Ganze. 10 Etagen tief in 4 Speere springen, immer noch überleben. Das gibt's nur in Dwarf Fortress. Und was ist das da in den Käfigen? Das sind jetzt nicht meine Mechaniker, oder? Och Jungs, was macht ihr da? Achso, ihr stellt die Käfige hoffentlich auf und seid nicht drin, oder? Die gucken wir uns mal ganz kurz an. Ja, ich dachte schon, was machen die Mechaniker? Da stellen Fallen auf, um selber reinzustolpern. Nee. Aber gut, die Türen können wir gleich hier abschließen. Forbid. Die können wir ruhig auflassen. Obwohl, wenn wir sie verbieten, dann müssen die Goblins sie erst einschlagen und können nicht in die Fallen reintapsen. Na, ist okay so. So, jetzt aber Pause, kurzer Cut und wir sehen uns gleich wieder.